Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wir müssen dringend mehr Essen bekommen. Aber jetzt, da ja die Powerpilze weg sind, werden wir dann, wenn die einmal durch sind, nicht genug haben wieder? Müssen wir nicht eher mal uns um den Giftmüll kümmern? Muss ich erstmal gerade die Weltkarte laden. Dass wir vielleicht einmal eine Fuhre Giftmüll wegschicken. Komm schon, lade. Das ist eine kuriose Map. Ich würde sagen, wir werden hier unseren Giftmüll abladen. Das heißt, ich mache mal eine Karawane. Ja, komm, ich führe die Karawane auch an, ja. Wir schicken die Snails mit. Waren. Gift. Aber wir können nicht alles mitnehmen. Wir nehmen Kessinger mit. Wir nehmen die Medizin mit. Und wir nehmen ein paar von den Loks mit. So. Auf geht's. Ich mach das. Der ganze Giftmüll, der muss weg. Der muss mit. Karawanensammelplatz mach ich mal hier unten hin. Gut, die haben den jetzt nach draußen gesetzt. Für den Giftmüll. Ich habe leider nur die Loks zu essen im Moment. Naja, besser als nichts. Ich habe noch keine Ahnung, wie der Plan überhaupt aussieht. Wo ich halt jetzt Brocken und so, also wo der Steinbruch hinkommt. Soll ich das hier hin machen? Ich wollte ja eigentlich diese Folge das Badezimmer vorbereiten. Dann machen wir das Badezimmer. Wenn wir mal überlegen. Dann wären wir jetzt hier. Hier gibt einen Eingang. Dann hätten wir jetzt hier so drei Toiletten. Na, hier kommt dann jeweils die Tür hin. Dann hätten wir hier so einen kleinen Raum. Und kommen hier die Waschbecken hin. Ne, dann kommen hier zwei Waschbecken hin. Hier käme die Tür hin. Machen wir vielleicht noch hier einen Durchgang. Und dann kommen hier Duschen hin.
Oder wir machen das so. Ich hätte nämlich gern, ich weiß nicht, ob der Einergang nicht vielleicht zu klein wäre. Lieber einen Zweiergang hin und dann hier schon ein bisschen, damit das die für sich sind. Und dann hier die Waschbecken hin. Wir machen es mal so und gucken, wie es aussieht. Man kann ja immer noch erweitern. Das heißt, es gibt im Prinzip gerade hier keine Badewannen. Kann ich die Kabinentür nicht auch aus Fungi machen? Doch, das geht. So, soll ich vielleicht jetzt doch noch ein paar Badewannen hier reinzimmern? Haben wir genug Essen überhaupt, jetzt die ganzen Fungi-Dinger da wegzuholen? Wir haben noch 200. Gut, die müssten aber auch langsam mal durch sein, ne? So, dann hätten wir zumindest schon mal für das eine Geschlecht. Weil wir müssen ja wieder für zwei Geschlechter haben. Sonst kriegt Najada einen Rappel. Warum auch immer das ein Problem ist. Aber hey, das ist ja Najadas Kolonie, wenn für Najada das ein Problem ist. Dann müssen wir das natürlich angehen. Der zweite Bot war ready. Oh, ich bin schon lange da. Shit.
Ich habe ich jetzt ganz vergessen. Jetzt habe ich natürlich keine Nahrung mehr. Weil ich die ganze Zeit da gechillt habe. So, wie heißt du den? Das ist der Rhino. Kommt jetzt der nächste Lastenheber? So, wie lange noch, bis die Fungi fertig sind? Das ist natürlich praktisch, dass wir die Bauloks auch essen können. Sollen wir vielleicht schon mal hier einen der Räume dann anfangen zu glätten? Damit Bildo was zu tun hat. Ah, ich bin wieder da. Oh shit. Und wir gehen genau durch diese Pilze. Gerade so pünktlich zurückgekommen. Der Müllmannschaft war es zum Glück egal, dass wir Giftmüll abgeladen haben. Hey, guck mal, wir haben noch Fruchtsaft. Wir haben sehr viel Stoff, den müssen wir mal verticken. Wieso ist hier Giftmüll drin? Irgendwo, wo war nochmal hier Verseuchung? Ist noch keiner verseucht worden, aber der muss da rein. Es sind schon drei Leute hier am Glätten. Wir glätten mittlerweile schneller, als Avia abbauen kann. Was ist da los, Avia? Oh, noch ein Graupelweizen. Ein Waffenhändler? Den können wir wahrscheinlich nicht den Stoff verticken. Alter, die bringen echt viel Energie. Die Powerpilze.
Hat der eine Range? Tatsache. Oh, das sieht aber so aus, als hätten die viel. So, was habt ihr denn hier? Bis jetzt hatte kein Händler Bauteile. Wir könnten aber ein paar Klamotten verticken. Die gute Mütze behalten wir, genau wie das Headset. So, den Rest verticken wir, damit wir wieder Stoff verballern können. Und wir kaufen den Pemmikan. Die kosten ja auch Bauteile. Weil wir die guten Toiletten genommen haben. Yay, Konstruktion 20. So muss das. Müssen hier vielleicht noch mal irgendwo einen Tisch hinsetzen. Weil die haben ja jetzt keine Tische in ihren Apartments, wo die essen können. Ich habe halt den Einertisch nicht. Sonst würde ich hier überall einen Einertisch hinstellen. Was macht denn wieder Avia den ganzen Tag? Na gut, das Glätten dauert jetzt gerade mal wieder was länger. Eine Superhose.
Aber gut, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.